bei Sanitärheizung ist es wieder Wertschätzung. Naja, der Ruf ist halt für die Handwerker immer nicht so toll. Da heißt dann immer Handwerker, das sind alles Verbrecher, so wie es halt früher war. Die Leute wissen aber gar nicht, oder denen ist halt gar nicht bewusst, wenn die ganzen Handwerker nicht geben würde, dann würde es manche Häuser nicht geben, würde es die Grundstücke nicht geben, es würde die Wasserleitungen nicht geben, es würde kein Brot mehr geben. Es ist alles Handwerkersrufe, es würde kein Friseur mehr irgendwo sein, weil das sind alles Handwerksrufe, die halt mit ihren Händen gemacht werden müssen und Kombination mit dem ganzen Körper, auch Kopf, Geist oder sonstiges. Und das wird halt nicht so anerkannt. Also die Badtechnik ist da schon einfacher, aber Sanitärheizung hat seit Jahren halt einen schweren Stand und das ist eigentlich schade. Ich sag mal, wir helfen den Leuten, wenn das Wasserrohr irgendwo geplatzt ist und läuft voll, das geht ja auch nur mit dem Handwerk. Herzlich willkommen zu deiner Handwerkfibel. Ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Wir Menschen sind mit den 5 Sinnen ausgestattet und benutzen nur einen Teil davon. Warum fällt es uns scheinbar schwer, mehr aus uns herauszuholen? Was bedeutet Handwerk für dich? Herzlich willkommen heute hier im Handwerkfibel Podcast. Der Podcast, der sich mit Handwerk, Produkten und den Menschen dahinter beschäftigt. Was ist das entscheidende Bindemittel, um letzten Endes auch dem Handwerk die entsprechende Wertschätzung zu geben und natürlich, dass das ein oder andere Projekt noch besser vonstatten geht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Wir reisen ja aktuell ein bisschen durch Deutschland mit unserem Handwerkfibel-Podcast und ich freue mich heute, die Claudia begrüßen zu dürfen. Hallo Claudia, vielen Dank für deine Zeit und wir legen gleich los. Claudia, wo treffen wir dich gerade? Was machst du gerade? Hallo Sebastian, im Moment sitze ich am Schreibtisch und unterhalte mich mit dir, damit ich über mein Handwerk erzählen kann, über die beiden Firmen, die ich im Moment leite und habe und damit alles ein bisschen anders da läuft. Okay, jetzt sagst du schon 2 Firmen. Was macht ihr konkret? Welches Gewerk betreibt ihr? Wir haben einmal die Firma Nass, Inhaberin Claudia Richter. Das ist ein Sanitärheizungsbetrieb, Klimabetrieb, angebunden an die Innung Kassel. Sanitärheizungsinnung und wir haben noch eine zweite Firma, das ist die Badtechnik Kassel, als Inhaberin mit Schlagschäden, Neubeschichtungen der Badewannen, nachträglich Türen in die Badewannen einbauen, damit es im altersgerechten bisschen einfacher ist, in die Badewanne zu steigen und man muss die Badewanne nicht rausschmeißen. Okay, also 2 Firmen, das ist ja schon spannend. Wie ist so da die Gewichtung? Was überwiegt so ein bisschen? Ist mehr Heizung sanitär oder ist mehr Bad, ich nenne es jetzt mal Badrenovierung? Ne? Also es ist im Endeffekt beides, dadurch, dass das Handwerk ja im Moment sehr Personalmangel hat und Nachwuchsmangel. Ich habe die Badtechnik 2016 übernommen für das Gebiet Kassel, das ist ein Franchise-Unternehmen. Habe jetzt seit letztem Jahr, weil mein Mann verstorben ist, leider seinen Sanitärheizungsbetrieb mit übernommen, damit wir die Handwerker halt nicht noch vor die Tür setzen müssen, weil die Familienbetrieb oder die sind ein kleiner Familienbetrieb, sagen wir es mal halt so, und viele Mitarbeiter mit Kindern haben. Und wir wollten halt auch sein Lebenswerk nicht aufgeben und deswegen habe ich halt beide Firmen und die Firma gibt es seit 1978. Mein Mann hat die gekauft 2002 und jetzt habe ich sie seit 2019. Wow. Deine Erlaubnis vorausgesetzt, würde ich dann noch vielleicht 1-2 Fragen dazu stellen. Wir wollen ja die Claudia so ein bisschen kennenlernen, weil es ist ja nicht üblich, also zumindest so im breiten Feld im Handwerk, dass eine Frau am Steuer sitzt und jetzt schon sogar 2 Firmen, ne, die 2 Firmen lenken und gestalten darf. Claudia, wenn wir mal so in deine Vergangenheit mal zurückfahren, also wirklich ein Stück weiter, die kleine Claudia so als Kind, wo du sagst, okay, so mit 5, 6, 7 Jahren vielleicht in die Richtung, erinnere dich mal so, welches Bild taucht bei dir da spontan auf, wo du sagst, wow, genau, das war ich gewesen als kleine Claudia. Nehmen wir uns mal vielleicht in das Bild mal mit rein, wenn dir da spontan eins einfällt. Was mir spontan halt einfällt, ich war nicht gerade so die Brave. Ich habe immer viel Mist gebaut, viel gelacht und das mache ich heute halt immer noch. Bin sehr spontan.
sehr spontan und mache halt immer viele Dinge halt zwischendurch und immer Sozialverhalten immer sehr gut und bin immer für andere Leute da. Man kann von mir das letzte Hemd haben, aber man sollte es halt auch nicht ausnutzen. So bin ich heute halt auch. Okay. Also so schon, ne? Was hast du, wenn du sagst, du warst sehr umtriebig, du warst sehr sozial und so, warst du dann tatsächlich so das, wenn man dann sich vorstellt, ne, so Klischee, das typische Mädchen, die dann so mit dem Puppenwagen rumgerannt ist, oder eher so Sandkasten, vielleicht eher dann auch mal Räuber und Gendarm gespielt oder so, wenn man das überhaupt so einordnen kann. Wo warst du da eher zu Hause? Also ich bin nicht in diesem rosa und Puppenwagen-Budget drin, sage ich jetzt mal, oder Klischee, weil bin nicht ich und das bin ich auch nicht und war ich auch nicht und werde ich auch nie, glaube ich, sein. Meine Tochter wird auch so erzogen, die ist halt auch mehr so der Junge oder halb Junge, halb Mädchen und bei uns gibt es dann halt nicht so typische Sissi-Getue. Ah, okay, typische Sissi-Getue. Okay, gut, dann, du warst schon immer so und dann kam ja dann irgendwann die Schulzeit. Wie war Schule für dich? Also ich war damals froh, wo die Schule rum war und war nicht begeistert davon, dass ich noch 3 Jahre in die Berufsschule hätte gehen sollen oder bin dann halt auch gegangen, aber ich habe gesagt, ich will jetzt arbeiten und nicht Schule. Also ich war nicht einer der faulen Schüler, sagen wir es mal so. Okay. Definiert, weil hattest du dann so vielleicht dann, also man sagt dann so Interessenlage, Lieblingsfach, wenn man das überhaupt so bezeichnen darf, gab es dann so eine Interessenlage in der Schule schon, wo du sagst, okay, ich bin jetzt zwar jetzt nicht der Schultyp, aber das hat mir besonders oder mehr Freude gemacht als das andere. Gab es da so eine spezielle Richtung, ein spezielles Fach? Ja, spezielles Fach eigentlich eher nicht. Wir haben halt immer viel Handwerk auch so schon gemacht früher. Das fing bei Werken an, immer mit den Händen. Und daher ist es eigentlich schon in der Richtung mehr gewesen. Gibt es das überhaupt noch? Weißt du das? Also vielleicht von deiner Tochter irgendwie? Ja. Gibt es das noch? Ja. Werken? Ja. Bei uns wird jetzt eine Schule, weiterführende Schule kommen in dem Alter jetzt. Und dann ist es halt mit Handwerk, Metall, Holz. Wir haben halt so eine Schule gewählt, wo man da halt auch schon reinschnuppern kann, weil sie dann doch eher in den Handwerksbetrieb will, um die Mama zu unterstützen, da die Mama jetzt schon alleine ist. Schön. Das ist ja super. Und wie, wenn ihr die Schule ausgesucht habt, also ich höre das ja halt immer wieder, das wird weggemacht und das wird weggeschlossen und das wird irgendwie aufgehoben aus irgendwelchen sicherheitsrelevanten Dingen, wo ich dann sage, Leute, ganz ehrlich, packt doch die Kinder am besten in Watte, dann passiert auch nichts. Oder setze in Glaskasten, dann passiert gleich recht nichts. Die Schule, wo jetzt, wie alt ist deine Tochter? 9. 9. Wo sie jetzt reingeht, so, wie machen die das denn dann? Also im Verhältnis zu anderen Schulen, wird da speziell Wert drauf gelegt? Oder nimm uns da mal bitte mit rein. Also das ist eine integrierte Gesamtschule, wird das sein, wo man halt Förderungen mehr hat für Hauptschüler, Gymnasium und Realschule. Damit man sich halt noch umorientieren kann. Man weiß es halt nicht, wie die Kinder halt sich entwickeln, gerade in der Pubertät. Und durch die Trauer mit ihrem verstorbenen Vater haben wir uns halt für diese Variante entschieden, um nicht noch unnötigen Druck jetzt aufzubauen. Die machen dann halt auch Förderungen und unterstützen halt auch Kinder, die halt nicht so Elternhaus haben oder halt fachlich auch nicht so schulmäßig für sich selber hinstellen können, sondern geben halt Unterstützung. Die machen dann halt mehrere Projekte. Man kann auch Richtung Profisport noch machen oder Musik. Da muss man gewisse Voraussetzungen für haben, um da reinzugehen. Ansonsten halt auch, die haben Kooperationen mit Handwerkern. Also jetzt war zum Beispiel eine Firma von uns aus der Innung halt da und hat bei Tag der offenen Tür halt Sachen gezeigt, wie die Auszubildenden ihren Job machen und wie die lernen. Und das finde ich halt wiederum gut und wir gehen halt auch in andere Richtungen. Unsere Tochter schwebt Handwerk und Polizei entgegen. Die Schule hat halt auch Kooperation mit der Polizei, mit Praktikumsplätzen und solche Geschichten. Und daher denke ich, ist das für uns die bessere Variante. Cool. Ja, macht Sinn, ne? Also Polizei ist ja mittlerweile auch ein sehr gutes Handwerk. Ja,
Im Endeffekt fast schon genauso oder noch mehr gefährlich als unser Handwerk, aber Handwerk ist auch trotzdem halt gefährlich. Das ist halt, ja, ich finde es halt gut. Also, es ist auch mein Ding so, gib einfach den jungen Menschen ein paar Ideen an die Hand, lass es sich ausprobieren und vielleicht nicht erst, wenn sie 20, 25 sind, um einfach zu gucken, wo ist auch die Interessenlage. Schön. Jetzt bist du auch, ne, du hast deinen schulischen Werdegang hinter dir, du hast dann deine Berufsausbildung gemacht. Was hast du gelernt ursprünglich mal? Ich habe medizinische Fachangestellte gelernt, habe vor unserer Tochter, bevor ich schwanger geworden bin, in der Unfallchirurgie gearbeitet. Also da war im Endeffekt auch schon Handwerk angesagt mit Flicken von Knochen oder sonstiges. Ich wäre halt auch gerne zurück, aber ich bin dann halt in den Betrieb von meinem Mann reingegangen und habe seit 2010 da schon mitgearbeitet im Büro und ab Personalleitung und alles gemacht. Und dann haben wir uns halt 2016 für die Bartechnik als Zubeibrot, wie man das auch immer nennen will, zu machen, weil man punktuelle Reparaturen halt machen kann. Und wie oft passiert es bei den Handwerkern halt, dass man eine Armatur oder ein Schraubenzieher in die Badewanne oder Duschtasse fällt, dass man die halt nicht komplett rausmachen muss, machen wir dann diese punktuellen Reparaturen. Ja. Ja, bietet sich ja an, ne? Ja, das ist, also ich finde die Parallele jetzt gerade spannend. Unfallchirurgie zusammenflicken, idealerweise so, dass man nichts mehr sieht, und das machst du ja jetzt auch nicht mehr am Ende. Infektion, ja. Mhm. Ja. Also das ist ja, ja, ist schon cool. So. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt nehme ich meinen Betrieb, jetzt ist mein Status quo, ich habe jetzt die zwei Unternehmen, wie sieht denn so deine Planung für dich, wenn man dann sagt, okay, die Claudia, jetzt in 10, 20 Jahren, wo möchtest du da mit deinen beiden Unternehmen und beziehungsweise auch du persönlich stehen? Ja, vor allen Dingen erstmal gesund bleiben, ne? Dass man halt das Leben halt auch noch genießen kann, was man halt auch unbedingt machen sollte. Man sollte halt nicht fünfmal überlegen, mache ich das jetzt so oder mache ich das so, sondern man sollte wirklich spontan sein, weil wir leider halt auch letztes Jahr gemerkt haben, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und man sollte halt nicht verbissen sein. Ich bin halt immer jemand, der, ja, ich lache halt gerne viel, falle halt meistens auf. Ich bin noch im BNI-Unternehmernetzwerk in Kassel im Herkules drinne. Ich habe meistens eine grüne Brille auf, ich habe immer irgendwas, wo mir auffällt. Viele Leute sagen immer, naja, dich kenne ich ja schon. Dann sage ich, nein, ja, aber deine Brille oder das Lachen, also wenn man mich nicht sieht, man hört mich definitiv. Und das liegt halt an meinem Lachen, und da bin ich halt sehr spontan und manchmal halt auch ausgeflippt. Aber man muss halt, wie gesagt, das Leben genießen, und das sollte man halt auch tun. Immer nicht so verbissen sehen, und jeder Tag ist ein neuer Tag und kann dein Bester werden, und so muss man halt dann weitermachen. Ja, nicht verbissen. So habe ich dich ja auch kennenlernen dürfen. Also wir haben uns ja das erste Mal in eurem Unternehmernetzwerk kennengelernt, und du hattest ja dort in dem Moment auch die Präsentation. Und was mir besonders aufgefallen ist und was dich, glaube ich, auch sehr nahbar macht, du nimmst dich nicht zu ernst. Nein. Ja, positiv, ne? Also wo es sagt, hey, du hast die Präsentation gemacht mit deinem Kollegen, der dann hier so den Halter gemacht hat, ne? Die Duschtasse, die da ja entsprechend bearbeitet wurde mit ohne die Vorher-Nachher-Bilder. Und wenn du dann gesagt hast, hey, boah, ich habe gerade einen Faden verloren, ist nicht schlimm, ist mir doch egal. So, also ist immer die Frage, ne? Also das meinte ich mit, ich nehme mich nicht so ernst, weil ja, alles nicht so verbissen sehen, hast du ja gerade schon gesagt. Ja, man muss halt immer das Beste aus der Situation halt machen. Für mich ist es halt immer schwer, vor vielen Leuten zu reden, wie jetzt. Das ist hier halt gerade auch nicht gerade so einfach. Aber es macht halt Spaß, und die Kollegen sind halt total toll im Unternehmernetzwerk. Und ja, so, ich durfte dich ja auch dadurch kennenlernen, was mich sehr gefreut hat. Und das ist halt untereinander halt, es ist halt nicht der Konkurrenzkampf, dass man nur Ellenbogen und immer gegeneinander, sondern man macht es miteinander, egal, auch wenn es aus dem gleichen Gewerk ist. Das ist bei der uns in der Innung halt Sanitärheizung genauso. Wir haben im Moment alle Aufträge ohne Ende und wollen uns gegenseitig nichts wegnehmen. Man unterstützt sich halt eher gegenseitig nochmal, dass man sich mit dem Personal austauscht, wenn mal Schwierigkeiten und krankheitsbedingt irgendwas ist. Und Aufträge gibt es manchmal mit Zeitlimit. Ansonsten gibt es halt irgendwelche Strafen, die man halt zahlen muss, wenn irgendwelche öffentlichen Gebäude eröffnet werden müssen. Da muss halt Zeitplan eingehalten werden. Und wenn es halt Krankheit oder urlaubsbedingt irgendwas jemand ausfällt, dann helfen wir uns halt auch gegeneinander. Und das ist halt das Wichtige, man muss sich gegenseitig helfen und nicht gegeneinander arbeiten. Das
Ja, es ist genauso wie im Sportverein. Man kann nur gemeinsam stark sein und so ist das im Handwerk mittlerweile genauso. Und das ist halt das Schöne und das macht halt auch Spaß. Es macht halt Spaß, wenn die Kunden zufrieden sind. Natürlich gibt es halt auch manchmal Baustellen, die halt nicht so gut laufen, weil irgendwelche Komplikationen auftreten, die man halt vorher nicht gewusst hat. Aber man muss das Beste draus machen und man kann da nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, sondern man packt einfach mit an und macht es einfach. Okay. Bleibt mir mal ein Beispiel, wenn jetzt konkret irgendwas ist, ne? Also meinetwegen nehmen wir jetzt mal die Badewanne her, wo man sagt, okay, hier wird so ein Schlagschaden meinetwegen renoviert, überarbeitet, wie auch immer, und es funktioniert halt nicht. Wie geht ihr dann in dem Moment oder euer Personal konkret dann mit dem Kunden um? Oder habt ihr da irgendwelche Abläufe? Wie funktioniert das bei euch? Ja, man muss halt erstmal den Schlagschaden, also wenn man jetzt einen Schlagschaden nimmt, halt vorher angucken, ist es eine Emaille-Badewanne oder eine Stahl- oder Acryl-Badewanne, gibt es halt unterschiedliche Sachen. Man muss dann halt erstmal auffräsen bis zu einer gewissen Ecke und dann wird das neu verspachtelt und dann kann man das wieder versiegeln und dann sieht es halt aus fast wie neu. Ich sag mal, wenn man mit der Taschenlampe dran geht, dann sieht man dann halt schon, dass ein bisschen Farbveränderung ist, ja. Aber ansonsten können wir gerade bei diesen moosgrünen Badewannen und braunen, wie es früher halt in den 70ern war, ist es halt, wir können bis zu 98% der Farben halt mit Farbkombinationen herstellen, dass man es halt punktuell reparieren kann. Und klar, es läuft auch mal was schief, aber da muss man halt mit dem Kunden reden und dieses Stillschweigen, wie manche das vielleicht machen, sollte man halt nicht tun. Man muss immer auf den Kunden zugehen und dann halt sagen, hier, wir haben einen Fehler gemacht. Wir versuchen das auszubügeln, kann aber sein, dass es nicht so funktioniert, aber man muss zu seinen Fehlern stehen, denn wo gehobelt wird, fallen auch Späne, das ist nun mal so. Und keiner ist halt in dem Moment perfekt. Entschuldigung. Und dann ist das halt so. Aber man muss dann halt eine Lösung finden und im Endeffekt gibt es für alles eine Lösung, aber man muss halt drüber reden und das ist halt das Wichtigste. Ja, okay. Du hast gerade so gesagt, to zoom, also wenn dann jemand mit der Taschenlampe rankommt. Gab es schon mal so einen Kunden, der dann sagt, ich möchte gern das Ding renoviert haben und dann tatsächlich hier mit dem Mikroskop genau dort hingezoomt hat? Hattet ihr schon mal so einen Fall? Solche, sag ich mal. Es gibt das schon, also in Anführungszeichen leider kann man nicht sagen, aber ich kann die Leute auch verstehen. Es ist halt auch dadurch, dass wir bis zu 8 Jahre Garantie auf diese Schlagschäden und Badewannenbeschichtung geben. Es ist halt auch nicht, also besser als ob man alles komplett austauscht, ist es dann halt doch wieder günstiger, aber es hat halt auch seine Qualität und Qualität hat nun mal seinen Preis. Es gibt es natürlich auch, aber wir haben da auch gewisse AGBs und die haben die Kunden halt auch, dass man bis zu einem gewissen Abstand das halt sehen kann, aber halt dann weiterhin nicht mehr und wenn man es von Weitem mit dem Auge her nicht mehr sieht, also ich sag mal, geht ja keiner in seine Badewanne oder Duschtasse und nimmt die Taschenlampe mit und guckt dann immer. Ist halt besser, einen weißen Fleck, den man vielleicht mit der Taschenlampe sieht, statt ein schwarzer Fleck, das ist halt dann ein bisschen anders. Ja, ich sag dann auch immer, am Ende des Tages ist es eine Badewanne. Ja. Punkt. Genau. Und wenn ich halt 5-Sterne-Wellness-Bereich haben möchte, ist vielleicht die Renovierung nicht das adäquate Mittel, um dieses Ergebnis zu erreichen, dann gehe ich halt zu euch und lasse mir das Bad komplett neu machen, oder? Naja, ich sag mal, im Wellnessbereich ist das wieder auch eine andere Geschichte. Ich sag mal, gerade für Hotels ist diese Badtechnik halt schon, weil wir mit wenig Dreck und Staub, wir würden halt die anderen Hotelgäste wenig stören, bis gar nicht. Okay, super. Weil die Zimmer sind halt auch relativ zügig fertig. Ich sag mal, eine Badewannenbeschichtung dauert einen Tag, Schlagschaden zwischen 3 bis 4 Stunden. Ich sag mal, wenn man jetzt ein Bad, wir machen ja auch noch fugenlose Bäder und Fliesenbeschichtung, dass man die Fliesen mit neuen Farben, gerade wenn die, ob im Hotelwesen oder halt im Mietbereich, ist es halt manchmal mit diesen Schimmelfugen, die werden dann halt mit versiegelt und das ist halt zwischen 3 bis 4 Tagen erledigt und somit sind die Hotelzimmer dann halt auch, kommt drauf an, was es ist, zwischen 1 oder 4 Tage halt gesperrt. Aber es ist halt nicht, wenn man das komplette Bad rausreißt, dass man dann halt sagt, komm her, wir können es 14 Tage nicht vermieten, weil der Handwerker erst rein muss und der Handwerker. Und bei uns ist halt die Kombination mit der Sanitärheizungsfirma dann halt noch einfacher. Man kann die Termine besser abstimmen und man muss dann nicht auf andere warten, die vielleicht auch oder die auch ihre Kalender voll haben.
Und so können wir das halt besser planen. Cool. Planbarkeit, schöner Übergang. Jetzt hat der Tag bei dir auch 24 Stunden, wie bei jedem anderen auch. Und wenn du dann, ich glaube, du bist derzeit sehr stark im Unternehmen eingebunden, natürlich auch aus der Historie heraus und natürlich zwei Unternehmen, sage ich mal, zu führen. Wenn du dann für dich Zeit findest, wirklich nur für dich, was machst du dann in dieser übrigen Zeit? Was sind so deine Interessen? Wo sagst du, hey, das liegt mir total, das mache ich nebenbei gern und so weiter? Naja, also ich bin ehrenamtlich bei uns im Sportverein noch mit im Vorstand drin, weil ich habe ja viel Zeit, dass man sich darum halt auch noch kümmern kann. Nein, aber Jugendarbeit ist halt für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir haben von Inliner-Hockey bis Handball, wir spielen im Moment Landesliga mit den ersten Männermannschaft und ich bin halt vom Dorf und bin halt aufgewachsen mit Handball, habe früher selber Handball und Wasserball gespielt. Meine Knochen waren dann nicht mehr ganz so heile, deswegen habe ich es irgendwann an den Nagel gehängt. Aber wir machen dann halt schon viel für die Jugend ja. und im Verein und das ist halt auch so mein Ding. Ansonsten mache ich viel halt mit meiner Tochter, gerade weil wir jetzt halt alleine sind und sie macht Karate und dann ist halt da mal ein Lehrgang oder Workshop und ansonsten halt viel Sauna, Rudern habe ich gemacht, viel und Drachenbootrennen gefahren, auch mit der Inno. Und ja, alles, was einem halt gut tut, ne? Und mal spontan mit Freunden, auch wenn es im Moment ein bisschen schwierig durch die Zeit ist. Und als Mutter hat man halt immer was zu tun und mit einem 9-jährigen Kind ist es manchmal halt nicht so einfach. Jetzt kommt langsam die Vorpubertät, das ist halt dann nochmal so ein anderer Punkt. Aber im Endeffekt, sie ist halt genauso wie ich und meine Eltern haben mir früher mal gesagt, naja, man kriegt immer das alles mit den Kindern mal zurück, was man selber seinen Eltern angetan hat. Also dann kann ich mich schon nochmal warm anziehen, weil ich war halt auch das arme Mädchen. Und das ist dann halt schon so. Aber ansonsten halt viel, also Sauna mache ich halt sehr gerne und halt das einfach, um Kraft zu tanken und auch mal spontan am Wochenende Kind einpacken und wegfahren. Aber das haben wir die letzten Jahre immer gemacht, auch mit meinem Mann noch zusammen. Das, mir reicht halt mehr so 2-3 Tage Entspannung als 2 oder 3 Wochen. Immer zwischendurch mal mehr Stunden nochmal auftanken und einfach mal spazieren gehen durch die Luft, gerade wenn die Sonne scheint. Und das ist dann halt schon. Und wenn es am Tag länger hell ist, ist man eh besser motiviert und dann geht das alles schon einfacher. Ja, schön. Was die Claudia gar nicht interessiert, das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause. Lasst mal wirken, liebe Handwerker, liebe Handwerkskollegen, wann ihr eure letzten 2-3 Tages oder 2-3 Tages Auszeit wahrgenommen habt. Bis gleich. Wir sind wieder da, Claudia. Wir hatten ja kurz vor der Pause gesagt, was sind deine Interessen? Ja, auch da haben wir wieder oder ich wieder festgestellt, okay, auch das Medium Wasser begleitet dich nicht nur gewerblich, sondern auch privat, sportliche Aktivitäten und alles, was dazugehört. Was interessiert die Claudia gar nicht? Wenn ich sage, hey Claudia, Ring, Ring, lass uns mal treffen, ich lade dich ein zu. Was muss kommen, dass du spontan wieder auflegst? Das ist ein bisschen schwierig. Ich sag mal, man kann ja immer mal was Neues ausprobieren, aber ich sag mal so generell so, wo man immer, sage ich mal, schickimicki, Stöckelschuhe, Gleitchen, ich sag, das ziehe ich mal an, aber ich habe auch lieber gerne die Handwerkshose an und sportlich, mal auch elegant, aber wenn man jetzt irgendwie immer und ja, wie soll ich das erklären? Das ist halt immer dieses nach außen hin das zu sein, was ich eigentlich gar nicht bin. Also das ist zum Beispiel was, wo ich mich jetzt verkleiden müsste und nicht so sein könnte, wie ich bin. Das ist dann halt eher nichts für mich und dann würde ich sagen, nein, danke. Ja, okay. Wir haben jetzt gerade Februar. Claudia, Fasching. Ja,
Fasching mache ich nicht viel, aber ich bin halt dann doch dabei. Wir machen immer vom Sportverein aus immer Kinderkarneval, der war letzten Samstag. Der Nachwuchs ist halt bei uns sehr gefragt und auch die Anfrage vom Nachwuchs ist halt da, aber Personal, wie das halt immer so ist, ehrenamtlich wollen die Leute noch weniger machen als so schon. Mhm. Wir hatten fast zwischen 60 und 65 Kinder, die müssen erstmal gebändigt werden und das ist manchmal dann halt nicht so einfach. Die Lautstärke war dann irgendwann auch nicht mehr so, wo ich gesagt habe, früher war das nicht so, aber es ist halt so, die Kinder haben sich halt auch anders entwickelt, als wir früher waren und dadurch ist es halt anders da. Ansonsten ist in Wolfsanger, aber das ist halt auch wieder ein geschäftlicher Termin, den wir aber seit Jahren schon machen. Es gibt einen Heizungshersteller, da ist der erste oder der Außendienstler, der erste Vorsitzende im Karnevalsverein und der lädt über Jahre über die Firma halt immer die Sanitärheizungsleute ein und da, das ist jetzt das 11. Jahr, glaube ich, und wir sind das 10. Jahr mit dabei und da freuen wir uns immer schon drauf, weil dann die Handwerker halt auch mal untereinander entspannen können, sage ich jetzt mal, mal untereinander sich austauschen und aber mit lustigen Sachen und nicht immer nur mit dem Stress, den man dann halt dann doch hat und den Zeitdruck, sondern man muss mal nicht auf die Uhr gucken und man kann sich mal in Ruhe bei Karnevalsmusik dann halt auch in albernen Kostümen dann halt auch mal unterhalten. Ja, das ist super. Also ich finde das ja auch so, okay, der Handwerker soll oder darf sauber seine Arbeit verrichten. Ne? Ich stelle mir dann manchmal die Frage, weil mir ging das auch so im Unternehmen, wenn dann der Kollege kam und sag ich zieh doch mal ein frisches Shirt an, der sagt ja hier, da ist noch was frei, da geht noch was drauf. Wie ist die Wahrnehmung? Aber auf der anderen Seite, natürlich geht es ja um die Leistung, die erbracht wird. Ja? Und Thema Verkleidung. Ne? Also ich glaube derzeit auch durch die Social-Media-Kanäle finden viele es, oder kann es sein, dass die Orientierung da nicht so gegeben ist, aus meiner Sicht. Dass der eine sagt, okay, ist es das jetzt wirklich dieses Nonplusultra, damit du den tollen Anzug hast, damit du das tolle Kleidchen hast oder? Und was steht denn tatsächlich dahinter? Also das habe ich jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört. Und es muss Spaß machen. Ne? Also das Thema Verkleiden sollte aus meiner Sicht wirklich auf den Fasching reduziert sein. Ne? Und dann kann ich ja auch mal was machen, was Spaß macht. Ne? Ich habe das gestern, mein Sohn will dieses Jahr unbedingt Cowboy machen, wo ich dann sage, da gibt es ja mittlerweile ganz tolle Kostüme. Aber das ist ja meine Ansicht, weil ich meinen Sohn, den Großen, in diesem Kostüm sehen möchte. Aber der will halt Cowboy machen. Wo ich dann sage, langweilig, also für mich. Aber er möchte halt Karneval machen. Und dann einfach mal sein lassen. Du hast jetzt gerade angesprochen, Karneval, Innung. Vor der Pause hatten wir das Unternehmernetzwerk BNI oder BNI, wo wir uns kennengelernt haben. Das sind so das Netzwerk. In welchen Netzwerken bist du sonst so noch unterwegs? Also wir sind im Moment mit mehreren Unternehmern am Aufbauen eines Bauunternehmernetzwerks für Nordhessen und da bin ich halt auch noch sehr mit aktiv. Durch die enge Zeit in den letzten Monaten, wo es ja bei uns etwas stressig war, durch den Tod meines Mannes, haben wir das halt aufgebaut. Da kommt jetzt die Website Ende Februar auf und dann wollen wir loslegen. Sind dann halt auch wieder wie im BNI halt verschiedene Unternehmer, aber halt nur regional, wo wir dann halt mal nicht weltweit wie bei BNI halt übergreifen können, sondern halt regional und unsere Bauvorhaben planen mit Dachdecker, mit Schreiner, mit uns als Sanitärheizung zum Beispiel, weil da gehe ich jetzt nur mit der Sanitärheizung rein und bringe halt die andere Firma mit rein. Das war nicht bei BNI ist halt immer, haben wir aufgeteilt, da ist die Bartechnik mit drin und in dem anderen Netzwerk mache ich dann halt die zweite Firma und cool. Ja. Dass man sich immer aufs Netzwerk verlassen kann und auf die Leute, das haben wir halt schon gelernt die letzten Jahre. Im Umkreis von Kassel, was ist da euer Wirkungskreis mit diesem neuen gegründeten Netzwerk? Oder was soll der Wirkungskreis sein? Naja, ich sag mal, das hängt ja natürlich von ab. Wir haben welche von Rothenburg mit dabei, von Melsunger Bereich. Also ich sag mal, mit der Bartechnik habe ich ja einen Gebietsschutz für das 34er Postleitzahlgebiet um Kassel drumherum. Da, wo keine Kollegen sind, können wir halt auch übergreifend machen. Richtung Göttingen sind wir halt gerade mit der Bartechnik viel unterwegs. Sanitärheizung versuchen wir halt schon im Umkreis nicht über 100 Kilometer auszureifen.
Aber ich sag mal, wenn in dem Bauunternehmernetzwerk, wie gesagt, Rothenburg-Melsungen, die haben halt auch andere Kollegen mit dabei, noch ein bisschen weiter Umkreis, aber das muss man dann halt abhängig davon machen, was es für eine Baustelle ist und wie groß und ob sich dann halt lohnt, immer diese Kilometer halt. Ne? Es nützt ja nichts, wenn ich eine Baustelle 200 Kilometer annehme und dafür alleine dann schon 2 Stunden Arbeitszeit, Fahrzeit aufgeht. Ja. Das ist dann immer ein bisschen schwer kombinierbar, aber das muss man halt schauen und das hängt halt auch dann ab, wie es läuft und was der Kunde möchte. Ich sag mal, Kunde ist halt schon noch der König, er zahlt halt auch die Rechnung und da sollte man halt schon drauf achten und ihm auch entgegenkommen, aber man muss halt auch noch das Gesicht bewahren und wenn ich jetzt sage, ja, wir machen das halt, aber sind 250 Kilometer oder 200 Kilometer, man kann dann halt nicht mehr viel machen, der Arbeitstag hat halt regulär nur 8 Stunden, ich sag mal, die Männer arbeiten schon viel, unterstützen mich auch seit letztem Jahr unheimlich viel und das geht halt nur in einem guten Team. Das ist egal, ob das Bauunternehmernetzwerk, eigene Firmen oder halt das BNI ist, aber man muss es dann halt abwägen. Aber wir sind da nicht abgeneigt. Wir haben auch schon Baustellen in Fulda gemacht, aber da muss man halt mehr Zeit einplanen, weil man halt schon die Fahrzeuge halt dabei hat. Ja. Naja, und ich hatte neulich das Gespräch mit einem Tief- und Erdbauer, der deutschlandweit unterwegs ist und der sagt dann auch, irgendwann nach so und so vielen Jahren sind meine Jungs, meine Männer reisemüde geworden. Das ist also die Priorität ist, glaube ich, mittlerweile liegt woanders. Geld ist nicht mehr ausschlaggebend oder nicht vordergründig zu betrachten, sondern wirklich das Thema Zeit. Ja, also gerade, ne, wenn du, wie du ein Kind hast, was auch die volle Aufmerksamkeit möchte, dann auch in diesen Achterbahnjahren, nenne ich es jetzt mal, sprich Pubertät, also das ist ja immer so total, ne? Spannend und von daher gebe ich dir vollkommen recht, also das ist so. Ne? Wie nimmst du das derzeit wahr, auch von Kunden, Wertschätzung gegenüber dem Handwerk? Weil mir ist, ne, wo ich dann sage, okay, ich hatte das neulich bei einem privaten Kunden, der, die wollten sich irgendwie die Pflasterfläche neu machen lassen und wo man gefragt haben, und die dann so aus dem O-Ton, ich habe jetzt mal 20 Firmen angefragt, 2 haben sich gemeldet, Mann, ist das teuer! So, wo ich sage, was kostet ein Auto? Ne? Das ist ja auch so eine Frage. So, wie ist die Wertschätzung gegenüber, wenn ihr sagt, gerade Bestandskunden, die wissen, was hier läuft, aber bei Neukunden, was schwebt euch da derzeit entgegen? Naja, es ist immer halt unterschiedlich. Sanitärheizung ist natürlich eine ganz andere Geschichte Richtung die Badsanierung. Ja. Natürlich bei der Badsanierung ist es halt auch, jetzt hatte ich neulich einen Kunden, ja, sagen Sie mir ungefähr einen Preis. Ungefähr kann man halt nicht sagen, man muss sich das Objekt halt schon angucken. Sind die Oberflächen kaputt oder sind die Oberflächen verraut? Dann muss man halt dann gucken, ob man noch verspachteln muss, damit man halt die glatte Oberfläche wieder reinkriegt. Früher hat man gesagt, die Badewanne würden mit Scheuermittel geputzt. Das ist aber total falsch, weil dadurch die ganzen Poren halt aufgehen. Es gibt Kunden, die total zufrieden sind, die sagen, oh Gott sei Dank, ich brauche das ganze Bad nicht rausreißen und ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Und das sieht man dann halt auch bei der Badtechnikkasse halt auf den Internetbewertungen, die nicht erzwungen sind, sondern das haben die Kunden halt freiwillig gemacht und die Resonanz ist halt relativ gut. Gibt natürlich auch welche, die sagen, naja, da kann mir der Fliesenleger auch für den Preis eine neue Badewanne rein machen. Das Problem ist halt nur, wenn man die alten Badewannen rausreißt und wie die halt mit dem Fliesenspiegel verbunden sind. Mhm. Wenn die richtig gemacht sind, dann kann es natürlich auch passieren, dass der Fliesenspiegel gleich mit wegbricht. Daher ist das halt eine einfachere und eine saubere Sache. Bei Sanitärheizung ist es wieder Wertschätzung. Naja, der Ruf ist halt für die Handwerker immer nicht so toll. Da heißt dann immer Handwerker, das sind alles Verbrecher, so wie es halt früher war. Die Leute wissen aber gar nicht, oder denen ist halt gar nicht bewusst, wenn die ganzen Handwerker nicht geben würde, dann würde es manche Häuser nicht geben, es würde die Grundstücke nicht geben, es würde die Wasserleitungen nicht geben, es würde kein Brot mehr geben. Es ist alles Handwerkersberufe, es würde kein Friseur mehr irgendwo sein, weil das sind alles Handwerksberufe, die halt mit ihren Händen gemacht werden müssen. Und Kombination mit dem ganzen Körper, ob Kopf, Geist oder sonstiges. Und
das wird halt nicht so anerkannt. Also die Badtechnik ist da schon einfacher, aber Sanitärheizung hat seit Jahren halt einen schweren Stand und das ist eigentlich schade. Ich sag mal, wir helfen den Leuten, wenn das Wasserrohr irgendwo geplatzt ist und die Bude läuft voll. Das geht ja auch nur mit dem Handwerk. Aber die Diskussionen fangen dann halt schon an, wenn die Lehrlinge mit dabei sind. Aber die Lehrlinge kriegen auch ihr Gehalt, die müssen ihre Schulungen machen, damit wir sie anlernen können. Und wenn die halt helfen, wir haben einmal eine Situation gehabt, da hat mein Mann damals gesagt bekommen, ja, aber einen Lehrling brauchen sie nicht mitschicken. Da reicht, wenn einer kommt. Und dann hat mein Mann aber gesagt, naja, aber dann helfen Sie mir bitte, einen Koffer hochzutragen, weil wenn ich im 5. Stock jeden einzelnen Koffer noch schleppen muss, dann dauert es halt länger und meine Stunde ist halt teurer als vom Lehrling oder von dem Helfer, den man halt dann in dem Moment gibt. Ne? Aber da hat der Kunde dann auch sparsam geguckt, weil, ja, wieso und so viele Stunden? Da sagt er, naja, Sie haben verlangt, wir kommen nur alleine. Und dann dauert es halt auch, bis man im 5. Stock das ganze Werkzeug hochgetragen hat. Und das ist dann... Ja, das ist eine Methodik. Ne? Also wo du sagst, lieber Kunde, ich kann dir das anbieten oder das anbieten. Du entscheidest. Ne? Also, finde ich gut. Sehr gut. Letztes Thema hier im ersten Teil, das Thema Fähigkeiten. Aus deiner Meinung, wo du sagst, hey, hier, ich, Claudia, habe besonders diese Stärken bei mir und die Parallele zum Handwerk. Was braucht auch ein Handwerker für Stärken? Aus deiner Sicht? Die Stärken müssen einfach sein, dass man halt nicht aufgibt. Ne? Oder halt dann auch merkt, wenn man vor der Heizung halt steht und eine Reparatur ansteht oder ein Fehlercode. Es gibt zigtausend, oder das heißt nicht zigtausend, aber es gibt halt viele Hersteller. Ich sag mal, manche Heizungen bei manchen Kunden sind halt älter als unsere Monteure. Oder als viele Monteure der Nachwuchs und das ist dann halt immer wieder ein bisschen schwierig und die Männer oder auch mittlerweile gibt es ja auch Sanitärheizungsfrauen als Lehrlinge und als Meister halt mittlerweile Gott sei Dank auch und die können halt nicht alles wissen und es gibt dann einige Sachen, wo man beim Hersteller halt nachfragen muss, wenn man jetzt, also unser Standpunkt ist eigentlich, wenn man so nach einer halben Stunde wirklich den Fehler nicht gefunden hat, wenn man Prüfungen gemacht hat mit Gasmessgerät und allem drum und dran und man weiß sich keinen Rat mehr, dass man dann wirklich beim Hersteller die Hotline anruft und sich dann Rat holt. Also man soll sich dann wirklich auch eingestehen, dass es halt mein Ding jetzt in dem Moment nicht ist und ich finde die Lösung irgendwie nicht, auch wenn man manchmal vielleicht auf dem Schlauch steht, aber dass man dann einfach sagt, okay, ich hole mir jetzt Hilfe, damit ich dem Kunden halt helfen kann. Es gibt immer eine Lösung, egal wie und das ist halt auch meine Stärke und auch die Stärke unserer Monteure, dass die halt probieren und wenn es halt wirklich nicht, dass sie auch dazu stehen, dass es halt nicht geht. Weil was soll ich beim Kunden dann 5 Stunden rumsitzen und gehe trotzdem raus und habe einen Fehler nicht gefunden. Mhm. Und deswegen muss man dann halt sich auch Hilfe holen, wenn es nicht klappt, weil man, ja, wenn man die Erfahrung halt dann vielleicht doch nicht hat, gerade bei Jungmonteuren ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal, wenn da eine Heizungsanlage von 35 steht und ein Jungmonteur mit 25, der kann die nicht alle wissen. Es gibt da zu viele Hersteller mittlerweile auf dem Markt. Und man kann das nicht alles wissen. Also dann soll jemanden mal dahin setzen und in die Briefe stecken, der wirklich jedes einzelne Bauteil beim Kunden von Anlagen, die 35 oder 40 Jahre alt sind, dann halt. Wenn du da den Vergleich, wenn du den Vergleich hast, ganz alte Anlagen mit diesen ganz neuen, modernen, wenn du wünschen könntest, wo soll die Reise hingehen? Ich hatte den Professor Timo Leukefeld im Podcast und der sagte dann einfach, dieses ganze Thema Haustechnik, ne, das muss vereinfacht werden, weil das wird viel zu komplex. Ja? Und der sagt, und der baut ja auch energieautarke Häuser und der benutzt ja Technik, die ist 20, 25 Jahre alt, die kombiniert der bloß neu. Es ist alles da, ist aber die Frage der Kombination. Wo aus deiner Sicht sollte die Reise in diesem Bereich hingehen? Naja, es ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt manche Hersteller, die halt, ja, das glauben die Kunden halt nicht. Es gibt manche Hersteller, die machen halt Heizungen, wo man dann ab 10 Jahre später halt keinen Ersatzteil mehr bekommt. Und dann ist es halt ein bisschen schwierig. Es gibt andere Firmen, die haben halt schon über längere Zeit, wo man Ersatzteile kriegt oder die noch kompatibel da mit den alten Sachen sind.
Aber das bei dem Kunden immer zu erklären und dann zu sagen, ja, von ihrem Hersteller gibt es halt nach 10 Jahren keinen, ja, aber ich kann doch nach 10 Jahren nicht mehr rausschmeißen. Also es wäre manchmal günstiger, wenn man halt alt mit neu kombinieren kann und nicht dann dem Kunden vielleicht sagen muss, nach 10 Jahren, ja, ihre Heizung ist dann doch kaputt und wir müssen dann eine neue einbauen. Weil ich sag mal, eine Heizung nach 10 Jahren wieder rausmachen will ja keiner, weil es hat ja nur auch seinen gewissen Preis und das ist dann halt schwierig. Aber wir uns Handwerkern sind halt auch manchmal die Hände gebunden, wenn dann keine Ersatzteile mehr gibt, den Kunden dann adäquat. Man kann in der Innung fragen, ob jemand noch ein Ersatzteil da hat, dann hat man vielleicht Glück. Ich sag mal, wir haben auch teilweise Lagerbestand noch von 1978 mit gewissen Ersatzteilen, die man immer wieder mal brauchen, die es aber nirgendwo mehr gibt. Aber das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Alt und neu kombinieren wäre halt manchmal besser. Schön. Wir sind am Ende des ersten Teils. Liebe Claudia, danke für die klaren und offenen Worte, auch in deinem persönlichen Hintergrund. Und du hast das letzte Wort jetzt hier im Teil 1. Ich wünsche dir allen Kunden zufriedene Handwerk oder zufriedene Kunden. Das ist für uns Handwerker wichtig, aber auch die Wertschätzung, dass die für die Handwerker dann doch halt mal mehr, ein bisschen mehr hervorgerufen wird. Ja, es ist, man muss nicht immer alles nur so schwarz sehen und alles nur, weil Vorurteile früher da waren. Man sollte in der Zeit leben, die man heute lebt und wir leben nun mal im 20. Jahrhundert und mittlerweile schon in 2020 und das ist halt nicht mehr alles so wie früher. Die Leute sind halt anders da. Die einen können mit spontanen Leuten umgehen und mit witzigen Leuten, die anderen halt nicht. Aber man muss das Leben mehr genießen und sollte dann halt auch mal ja, anders die Perspektive sehen oder sich halt auch mal in Umfeld oder in die Arbeit eines Handwerkers reinstecken und nicht nur immer das, was man liest und hört. Danke fürs Zuhören und deine Zeit. Was lässt du ab morgen mit deinen 5 Sinnen entstehen? Schreibe es uns in die Kommentare und bewerte deine Handwerkfibel mit 5 Sternen, um viele Menschen zu erreichen und uns gegenseitig zu unterstützen. Wir wünschen dir einen sinnreichen Tag.